wie geht's denn so? Ach, du bist es, Sandy. Du, hör mal, hast du Lust, heute Abend bei mir vorbeizukommen? Gern, was liegt an? Ich habe eine neue Erfindung erfunden, die möchte ich heute Abend im Kollegenkreis enthüllen. Und dich brauche ich als Testobjekt. Du kannst mich einplanen. Und du vergisst es auch sicher nicht? Natürlich nicht. Habe ich dich schon mal im Stich gelassen? Hallo? Sei einfach da! Gary, sei du mein Zeuge. Ich werde Frau Cheeks nicht im Stich lassen. Nein, die Leute sehen wirklich ganz schön wissenschaftlich aus. Da wird Sandy bestimmt ordentlich auf den Puls hauen. Hey, Sandy, was machst du da? Oh, hallo SpongeBob. Ich leg nur noch mal letzte Hand an meine Erfindung. Danke fürs Assistieren. Du bist wirklich eine große Hilfe. Wundert mich nicht, dass Mr. Krabs sich voll auf dich verlässt. Ich muss noch zu Mr. Krabs. Hey, müsste mal eben ganz dringend für kleine Schwämme. Ich erledige rasch die Sache für Mr. Krabs und dann habe ich Zeit, Sandy zu helfen. Da bist du ja, Jung. Ich wusste, dass ich dir nicht kündigen muss. Sie können sich auf mich verlassen, Sir. Ich will doch keinen Makel in meiner Personalakte. Okay, was haben wir denn hier? Hier steht auf Seite 472 Absatz C17, dass man einen rechtsdrehenden Sechskant-Akkuschrauber braucht, um das Ding zu montieren. Ach, wirklich sowas? Dann geh doch einfach in die Stadt und besorg einen von diesen Sechskant-Schraubdingern. Oder du bleibst hier und siehst mir dabei zu, was ich so alles in deine Personalakte eintrage. Seien Sie gegrüßt, verehrte Kollegen. Gleich werden Sie Zeuge einer Erfindung, die so revolutionär ist, dass sie unsere Welt vielleicht für immer verändern wird. Um dies zu demonstrieren, wird sich mein Assistent freimachen und sich dann in die Maschine begeben. Was? Einige von Ihnen fragen sich vielleicht, wieso sich das Testobjekt freimacht. Doch das muss sein, weil... Was ist das unter der Schürze? Oh, das kommt bestimmt von dem Tangdöner, den ich vorhin gegessen habe. Ich muss mal die sanitäre Einrichtung besuchen. Bin gleich bei dir, Petri. Ich meine, bin gleich wieder da. Happy Birthday! Aua! Du hast es also endlich geschafft! Ja, der Berufsverkehr war mal wieder furchtbar. Ja, und jetzt stell ganz schnell mein Geschenk auf den Geschenketisch. Geschenk? Ich bin so aufgeregt, ich freue mich seit einem Jahr darauf. Na klar, hier ist es doch schon. Tada, eine exklusive Geschenkverpackung. Na los, worauf wartest du denn noch? Servier endlich den Kuchen, damit ich mich über das Geschenk hermachen kann. Den Kuchen, den habe ich bei Sandy vergessen. Bei Sandy? Wieso denn das? Nicht doch. Ich habe gesagt, er wird geliefert, weil ich ihn bestellt habe übers Handy. Ich glaube, ich höre draußen schon den Lieferdienst. Warte mal kurz, ich schaue nach. Da. Moment, wo will mein kleiner Assistent nun schon wieder hin? Dein kleiner Assistent, das ist mein Assistent, wenn überhaupt. Und ich möchte wissen, was hier eigentlich los ist. Ja, und was ich wissen möchte, ist auch, was das eigentlich für ein Geburtstagsgeschenk sein soll. Hey, das sollte der Junge doch zu mir nach Hause bringen. Sieht ganz so aus wie mein Akkuschrauber. Du hast uns einiges zu erklären, mein Lieber. Ja, hast du dir etwa in den Kopf gesetzt, mich vor allen meinen Kollegen lächerlich zu machen? Ich würde euch gerne was sagen. Ich weiß, dass alle heute Abend sehr wichtige Dinge vorhatten. Mr. Krabs mit seinem neuen Teleskop. Patrick mit seinem Geburtstag. Sandy mit ihrer großen Präsentation. Ich konnte zu keinem von euch Nein sagen. Oh, du hast dir zu viel aufgeladen. Ja, das hättest du uns sagen sollen. Uns wäre schon irgendwas eingefallen. Ihr habt recht. Es war aber auch völlig albern, mir einzubilden, ich könnte an drei Orten auf einmal sein. Da muss ich dir aber widersprechen. Natürlich kannst du das. Stell dich doch einfach mal in den Protogenerator 2001. Zunächst schließt sich die Protokammer. Und anschließend... Wie Sie sehen, habe ich gerade zwei Klone meines Testobjekts erzeugt, die es ihm ermöglichen, alle seine abendlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Ja! Hast du das gehört, SpongeBob? Jetzt kannst du an drei Orten auf einmal sein.